Willkommen zur 11. Folge Prison Architect und wir beginnen das Spiel, indem wir direkt mal hier vom Pausenmodus in den in den aktiven Modus schalten, exakt mal jetzt. Und wo waren wir stehen geblieben? Ja, in der letzten Folge, falls ein paar Leute es nicht gesehen haben, es gab hier eine Massenflucht, ja, oder Massenaufstand. Es war halt so gewesen, dass ich jetzt hier mein Gefängnis ein bisschen ausbauen wollte, ja. Also ein bisschen mehr Platz schaffen wollte, um hier Gebäude zu errichten, hier im südlichen Teil des Gefängnisses. Und habe dann einfach mal hier den Zaun jemand einreißen müssen, um dementsprechend hier einen neuen Zaun mal größer drum bauen zu können. Und kaum war hier eine Lücke entstanden im Zaun, war natürlich direkt das ganze Gefängnis, die ganzen Insassen in Aufruhr. Und wollten natürlich flüchten. Das Ergebnis seht ihr hier. Insgesamt, ich weiß nicht wie viele, gefühlte 12 Leute sind jetzt irgendwie gefangen genommen worden von meinen Wachen und werden gerade hier zur Isolationshaft gebracht. Man sieht hier, der nächste, der Kater, der wird jetzt auch hier reingesteckt. Das wird halt nur ein bisschen schwieriger gleich werden, da ja wirklich ich nur 6 Isolationszellen habe. Das heißt, da werden halt noch ein paar Leute irgendwie draußen stehen müssen, bis halt die 6 ihre Zeit abgesessen haben, ne? Aber selbst schuld, ne, kann ich auch nichts für. Wenn man ja einfach abhaut. Des Weiteren müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben hier einen, der bewusstlos ist. Also der wurde halt von 3 Wachen halt in der letzten Folge niedergeknüppelt, ne? Weil er halt abhauen wollte und nicht aufgeben wollte. Das heißt, da werden wir uns auch mal gleich kümmern müssen, um diese Person, indem wir hier mal einen Arzt hinschicken, ne? Den haben wir hier in der Krankenstation. Und das machen wir auch mal, ne? So, Arzt. Den schicken wir mal jetzt. Ja, die können wir mal losschicken. Sobald der verarztet ist, ist dann auch, denke ich mal, verfolgen wir mal hier den Arzt ein bisschen. Sobald der Arzt da ist, sozusagen, beim verletzten Gefangenen ist auch der Zaun fertig gebaut und dementsprechend, man sieht auch gerade, was sieht man jetzt hier, der wird auch schon abtransportiert hier. Wahrscheinlich schon die Krankenstation. Die Frage ist natürlich, ob der jetzt auch während des Abführen behandelt werden kann. Scheint nicht so. Also wird irgendwer zur Krankenstation zuerst mal gebracht, aber währenddessen können wir ja die anderen Verletzten halt behandeln, die hier rumstehen, oder? Mal gucken. Ja. Einmal die Spritze rein in den Poppes. Und hier kann man hier die Leute behandeln. Gut. Okay, gut. Der Zaun ist, glaube ich, fertig, ja. Das heißt, wir können den restlichen Abschnitt können wir jetzt hier zerstören. Und die Patrouille können wir auch sozusagen entlassen, da wieder die Sicherheit gegeben ist. Das heißt, die Stationierung der Person, die Patrouille können wir hier abzwacken. Wunderbar. Auf geht's. Was haben wir denn jetzt hier? Vorher schon hat's gebimmelt, das heißt, unsere Wachhunde sind ready, das ist cool. Denn das machen wir jetzt mal. Also, ich hatte ja schon in der 3. oder 4. Folge erwähnt, dass ich es halt eher zentral haben möchte, dass dieser Zwinger hier entsteht. Da es ihm halt sehr hilfreich ist, den Hunden nur kurze Wege halt zu geben bis zu ihren Zielen, weil die sind auch schnell erschöpft. Ja, deshalb werden wir auch hier neben dem Hof direkt, also in dem Zentrum des Gefängnisses, werden wir jetzt auch hier diesen Zwinger errichten. Minimale Größe 5x5 Meter, geschlossene Türen ist üblich, also geschlossene Wände. Geschlossen, ne, muss von Wänden und Türen umrandet sein, meine Güte. So. Zwinger, perfekt. Was müssen wir reinhauen? Hundeboxen, dort steht es. Also wir brauchen mindestens eine Hundebox. Was ist mit dem? Da blinkt was auf. Der will Drogen, Tabletten. Eine Überdosis. Eine Überdosis heißt das jetzt, ich muss dem einen Arzt hinschicken. Stirbt er sonst? Warte mal. Schauen wir mal, wenn wir einen Arzt hinschicken, ob der dem geholfen werden kann, der mit seiner Überdosis. Ich habe keine Ahnung. Hatte ich jetzt noch nicht. Zustand High und Überdosis. So, da kommt der Arzt an. Gucken wir mal, ob der was machen kann. Da. Er kriegt auch eine Spritze in Poppes. Und
Seine Überdosis ist weg. Das heißt also beim Zustand, wo diese grauen Pluszeichen sind, das ist also ein Bedürfnis, was er gerade hat oder was behandelt werden muss, nennen wir es mal so, weil da stand er gerade eben Überdosis. Und jetzt ist es weg. Was mit dem hier? Der hat unterdrückt. Ja gut, unterdrückt, genau. Durch die Abriegelung wird der ja gerade unterdrückt. Das ist der aktive Zustand anscheinend. So, und der hat Bedürfnisse, Blase leeren, Darm leeren, Essen, Hygiene, Familie, Freiheit, Kleidung. Ja, Junge, was machst du denn? Ich meine, wer jetzt hier abhauen will, der kann nicht erwarten, dass er hier im Paradies weiterlebt, ne? Das geht ja gar nicht. So, Hundeboxen. Sorry, dass ich mich ein bisschen ablenken lasse, aber so ist das. Was ist denn das für eine Hundebox? Ich glaube, das ist so richtig, oder? Ist ein bisschen komisch gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Eins, zwei, drei, vier. Vier sollten reichen. Und dann können wir auch gleich mal so eine Hundestaffel hier losschicken. Denn dann können wir auch endlich mal so die ganze Schmuggelware aufdecken. Und was mit dem hier? Der Arbeiter, der ist im Dunkeln, ja, auch nicht schlecht. Der hat sich selbst eingemauert, ja. Ich meine, selber schuld. Was macht der denn auch? So. So, währenddessen können wir natürlich hier wieder den Zellentrakt weiter ausbauen. 5 mal 5. Ja. So. Gut. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe. Boah, Leute, es macht mich echt wahnsinnig, dieses Baummenü. Also entweder bin ich da echt zu hohl für oder irgendwie. Keine Ahnung, ich hoffe, das klappt. So, hier sieht es aber auch ein bisschen aus wie Hulle, ne? Wir könnten eigentlich mal hier auch einen weiteren Hausmeister mal anstellen. Oder einstellen. Wir haben eh nur zwei. Kostet 50 pro Tag, das können wir uns leisten. Denn das sieht ja schon ziemlich hier kacke aus, ne? Also, wir sehen jetzt hier. Was sehen wir denn hier? So, warte mal. Normal. Wir können dann auch nochmal jetzt hier bei der Übergangszelle mal einen Wärter stationieren. Und mich irritiert es gerade, warum die Leute nicht, die Gefangenen nicht in die Isolationshaft gesteckt werden. Können das anscheinend auch. Oder gibt's. Was machen die denn jetzt da? Warte, der wird abgeführt. Vielleicht können sie auch solche Strafen, je nachdem, was für eine Strafe das ist, auch in ihren eigenen Zellen absitzen. Kann natürlich auch sein, ne? Naja, gut, gucken wir mal. So, was haben wir denn jetzt nächstes? Ich wollte ja genau. Die Hundeboxen müssen jetzt gleich mal kommen. Was mit dem? Der will die ganze Zeit putzen, der kommt aber nicht rein. Na komm. So. Wir machen mal ein bisschen schneller hier das Spiel, damit das ein bisschen vorangeht. So, was haben wir denn hier? Der wird ja auch abgeführt. Mal gucken, wo der hingebracht wird. Eskortiert zu Zelle. Das heißt, es kommt anscheinend auch ein bisschen darauf an, immer, was für eine Straftat derjenige im Gefängnis getan hat. Ob er jetzt in Isolationshaft kommt oder mal nicht. Und in diesem Fall war es anscheinend harmlos. Das heißt, er kann seine Strafe jetzt hier in seiner eigenen Zelle absitzen. Oder nicht? Oder hat sie jetzt schon abgesessen? Das ist interessant, weil. Hoppala, sorry. So, warte mal. Das Interessante war ja, dass der doch, glaube ich, auch vorher die Handschelle hatte, als er da unten noch stand. Und hat diese jetzt losbekommen. Das heißt anscheinend, dass auch die Zeit, je nachdem auch hier sozusagen, auch wenn er in der Walachei rumsteht, auch die Zeit, genau, die Zeit abgesessen wird von denen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht auch hier, die werden einfach nur zur Zelle eskortiert. Da gibt es jetzt nicht, dass sie irgendwie noch isoliert werden müssten. Ja, das sieht man eben nicht mehr. Das heißt, die können auch irgendwo in der Walachei rumstehen und ihre Strafe absitzen. Gut. Gut zu wissen. Also jetzt werden wir hier wieder unsere Gefängnistüren reinhauen. Und da können wir uns ja auch gleich dran geben, die neue Gefangene halt ranzuholen. Aber vorher werde ich dann nochmal ein bisschen hier die hier noch ein paar Fernsehgeräte aufstellen.
Und noch ein bisschen Holz verlegen, ne? Damit auch das alles ein bisschen gleichberechtigt ist hier vom Luxus. So, das heißt, hier werden wir auch. Die Zellen sind ja gerade offen. Das heißt, da kann auch dann jeder Arbeiter ohne weiteres hin, um diese Holzböden zu legen. Und muss da jetzt nicht auf die Wachen. Hoppala, sorry. Die Wachen warten, bis sie die Tür aufschließen. So. Da können wir auch gleich hier die Fernsehgeräte auch noch aufstellen. Obwohl die haben auch gar kein Bücherregal. Haben die da unten ein Bücherregal? Auch nicht. Also die könnten wir auch ein Bücherregal geben. Dann können die ein bisschen lesen, ein bisschen in der Bibel lesen oder so. Man weiß ja nicht genau. Und dann geht es hier vielleicht auch besser. So. Wie haben es denn da gemacht? Da war es das Fernsehgerät nach oben gerichtet. Ja. Also. Zack, zack. So, das sieht doch gut aus. Da wird auch schon direkt hier alles gemacht. Das ist wunderbar. Den wollten wir das Fernsehschauen auf der Toilette ermöglichen. So. Müssen natürlich die Stromversorgung gleich noch machen. Ja, manche Dinge wiederholen sich halt immer wieder. Können wir hier einfach mal rüberziehen. Und da können wir einfach hier. So. Wunderbar. Ja, das ist jetzt abgeschlossen. Müssen wir öffnen mal. Jetzt sind die Türen wieder zu. Ich öffne die ganzen jetzt mal, damit die Arbeiter auch direkt rein können und dann nicht hier dumm vor der Tür stehen. Dann ist ja schon ein bisschen nervig, wenn die Patrouillen dementsprechend immer zu jeder einzelnen Zelle müssen. Das dauert zu lang. So. Jetzt haben wir das auch hier. Hier können wir dann dementsprechend wieder die neuen Zellen errichten. Betonmauer. Das gleiche Spiel auch hier, ne? Also die Arbeiter, die stehen wieder da irgendwie vor geschlossenen Türen. Da kommt zwar die Wache wieder an, aber das dauert halt zu lange. Also ich werde jetzt einfach alle mal öffnen. So. Und des Weiteren wollte ich, genau, jetzt haben wir den Zwinger hier errichtet. Man sieht es hier. Habe ich die Boxen jetzt falsch rum aufgestellt? Oh ne, komm Leute. Warte mal. Demontieren. So, aber wir könnten jetzt, glaube ich, was können wir da machen hier? Hundeführer, da haben wir es doch. Der teure Schäfer, treue, nicht der teure, der treue Schäferhund eines Hundeführers kann zum Erschnüffeln von manchen illegalen Schmuggelwaren helfen. Zudem stoppt er fliehende Gefangenen oder kann Fluchttunnel erschnüffeln. Ja, das wissen wir. Ich will aber zuerst mal schauen, ob es dafür auch eine Subvention gibt. Schauen wir mal. Da haben wir nämlich das, ja, hab ich so gesagt, hier. Das ist die Subvention dafür. Weise zwei Hundeführer Patrouillen zu. Weise zwei bewaffnete Wachenpatrouillen zu. Das können wir machen. Wobei bewaffnete Wachen kostet auch nochmal richtig gut Kohle, ne? Das müssen wir mal schauen, wie viel das halt kostet bei der Forschung. Rüstkammer wäre das, glaube ich, gewesen, um die Wachen zu bewaffnen. Und das ist dann doch noch ein bisschen zu teuer. Das warten wir mal lieber ab. Ja, das warten wir ab. Wartet mal, dann machen wir jetzt erstmal so die ganzen. Die Zellen sind erstmal fertig, werden dann neue Gefangene mal uns anlachen und dann werden wir den Zwinger jetzt hier auch mit Hunden versieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. So machen wir das. So, können wir noch ein paar Gehwegplatten hier auch noch machen. Dann so langsam nimmt das doch Gestalt an. Das sieht doch gut aus, oder? Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ne? Wie ihr das tolle Gefängnis, oder wie ihr das Gefängnis so findet. Für mein erstes Gefängnis finde ich es eigentlich sehr toll. Auch wenn es, ja, schon etwas unübersichtlich wird. Hier, die stehen nochmal irgendwie im Walde. Die könnten wir aber eigentlich erstmal so langsam mal zurückbringen. Ah, da werden sie, glaube ich, eskortiert. Zumindest scheint es auf, eskortiert. Gefangene zur Zelle. Okay.
Was haben wir denn noch? Die sind alle am Essen gerade, die Gefangenen, das passt. Was ist denn hier passiert? Aha, da habe ich aus Versehen anscheinend eine Betonmauer halt abgerissen, auch nicht schlecht. So, das ist wunderbar. Man sieht von den Finanzen, wir haben jetzt gerade noch 22 Gewinn bekommen wir, also 22 Euro machen wir Gewinn. Und haben noch 18.000 Bankguthaben. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn wir die Hundestaffel da einstellen, kostet natürlich auch mal täglich 150, wobei das geht ja eigentlich, ne? 150 pro Tag kosten 500. Das passt. Wir werden dann später auch wieder ein paar Arbeiter entlassen, um das ein bisschen zu kompensieren. So, das wird alles fröhlich gebaut, das passt. Öffnen. Das halten wir mal alles offen, ne? Besser ist das. Gut. Gefällt mir. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen langsam geht's voran. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal. Es ist jetzt eh nicht so viel los, weil die Gefangenen auf ihren Zellen sind. Oder er sagt in ihren Zellen. Machen wir nochmal offen hier. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen zeitintensiv, auch mit dem ganzen Parkett zu verlegen, ne? Also die ganzen Bodenbeläge, Fernsehgeräte, Elektroleitungen, also die Kabel. Das ist jetzt zeitintensiv und deshalb werden wir das gerade mal ein bisschen beschleunigen. So, was haben wir denn noch eigentlich? Wir können auch bewaffnete Wachen können wir auch noch mit einstellen, aber dafür brauchen wir ja die Rüstkammer und das ist dann auch wieder ein bisschen kostenintensiv. Das warten wir zuerst mal ab, bevor wir das machen. Also zuerst mal den nächsten Zellenblock jetzt hier errichten. Neue Gefangene anlachen und dann immer die Hundestaffel mal jetzt hier aktiv im Gefängnis patrouillieren lassen. Und dann mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Also, das machen wir mal wieder offen. Öffnen. 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 Dann können wir schon mal die Zellen zuverteilen, indem wir jetzt hier. Wir haben 32 Zellen schon. Nicht schlecht. So, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Da unten fehlt noch eine Betonwand, das müssen wir gleich noch machen. So. Wunderbar. Dann ziehen wir noch die Mauer da rein. Betonmauer auch. Ah, die wird noch gebaut. Okay, das dauert anscheinend. Und dann können wir jetzt hier natürlich die Versorgung wieder gewährleisten mit den Strom, mit den Stromkabeln. Und die Wasserversorgung müssen wir natürlich auch wieder hier haben. Dafür werden wir jetzt mal ein bisschen hier umlegen. So. Und werden dann anschließend die Kabel hier einmal quer durchziehen. Wobei das mache ich dann je nachdem, wo ich dann Fernsehgeräte habe, bevor ich dann wieder zu viel Material verbrauche. So, da wird die letzte Wand gebaut. Dann gucken wir währenddessen mal, wie es oben ausschaut. Da wird noch gerade Holz verlegt und die Leitung, Fernsehgeräte werden mit Strom versorgt. Wunderbar. Also, das machen wir auch nochmal auf. So, und hier unten das gleiche Spiel. Da werden wir schon mal einrichtungsmäßig. Wir haben noch 18.000, das passt. Da werden wir jetzt hier die Betten reinhauen. Ja. So. Wunderbar. Es kostet natürlich wieder recht viel Kohle. Also ein Bett 200, ne? Ein Fernseher hingegen kostet. Ja, Fernseher kostet auch 200. Eieiei. Ist teuer alles, ne? Ein bisschen darauf achten, auf die Finanzen. Jetzt haben wir nur 15.000. Die Toiletten müssen auch noch rein, kostet auch noch 100. Aber das ist nicht ohne, ne? Also man muss wirklich hier darauf achten, auf seine Finanzen. Sonst kann man sehr schnell ziemlich alt ausschauen, ne? Aber da muss man ein Auge drauf haben. So. Aha. So. Wunderbar. Haben wir das auch gemacht? Gut, die letzten Leitungen gelegt. Hier oben sollte gleich alles fertig sein. Fertig
Fernseher ist zwar noch nicht mit Strom versorgt, da müssen wir auch mal gucken, wie das mit der Versorgung aktuell ausschaut. Hier wird es gerade gebaut. Die Stromleitung. Wunderbar. So. Was haben wir eigentlich hier? Notfälle. Was ist das denn? Fordere Notfalldienst an, falls es dir zu brenzlig wird. Aha. Man kann Feuerwehrleute rufen, Bereitschaftspolizisten und Rettungssanitäter. Kostet hier 100. Interessant. Okay. Das heißt, man kann sozusagen auch im Gefängnis den Notruf wählen. Hier sehen wir wieder die Schmugglerübersicht. Wo war es denn geschmuggelt? Das kennen wir ja schon. Wertung. Was ist eine Wertung hier? Gefängniswertung. Zwei Gefangene wurden entlassen. Es müssen 10 Gefangene entlassen werden, damit dieser Bericht zusammengestellt werden kann. Also eine Art Statistik oder die Zufriedenheit oder keine Ahnung. Interessant. Gut. Dann machen wir jetzt hier das Gleiche. Werden wir jetzt hier mal die Wasserleitung verlegen. Kennen wir ja schon, ne? Ich weiß gar nicht, ob das, ob es beim, wartet mal kurz, so. Ich weiß gar nicht, ob es auch beim Wasserpumpwerk, ob es da auch eine Begrenzung gibt, also an Wasser, denn Strom ist ja hier die Anzeige, aber Wasser anscheinend nicht. Also Wasser gibt es unendlich hier im Spiel. Interessant. So. Okay. Das sieht gut aus. Strom müssen wir natürlich auch noch hinlegen. Ganz klare Sache. Ohne Strom nichts los. Aber dafür können wir dann zuerst mal gucken, wo wir die Fernsehgeräte hin tun, bevor wir die Stromleitung legen. Ist ja eh klar, ne? Sinnvollsten zum Bett heraus, zum Bett hingerichtet. So. Hoppala. Zack. 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 Das sieht gut aus. Ist das hier richtig rum gerade? Ich denke mal, ja. Dass die wieder auf Toilette Fernsehen gucken können. Ist natürlich auch sehr entspannt, ne? Bücherregale kriegen sie dann später irgendwann mal, aber jetzt nicht, ne? Das ist ja... Man soll sie jetzt nicht zu sehr verwöhnen. Jetzt haben wir nur 10.000 Euro Bankguthaben. Das heißt, wir müssen da wirklich drauf achten. Aber ich denke mal, sobald wir jetzt neue Gefangene bekommen, sieht die Welt auch wieder anders aus. Und dann können wir da dementsprechend auch wieder mehr Geld investieren. Ich muss wirklich überlegen, wir nehmen Duschraum. Der ist wirklich ziemlich klein jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die alle zum Duschen kommen. Oder wir müssen natürlich einfach die Duschzeit ein bisschen erhöhen. Man kann ja anscheinend durch diesen Tagesplan, kann man dementsprechend ja auch die Zeiten bestimmen, wann welcher Gefangene wo sein soll. Oder welche Gruppe von Gefangenen. Und das könnte man natürlich auch mal abändern. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir machen mal wieder hier so einen kleinen Break. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ich werde mich dann weiter darum kümmern, dass wir dann mal langsam hier neue Gefangene bekommen und eben halt hier den Zwinger in Betrieb nehmen, um dort die Hundestaffel ja, loszuschicken. Gut, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Bis dann.